Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück. Wir sind in der Stadt. Wir sind neu reingeladen. Das heißt auch die... Ja, guck mal, das sind sie schon. Die Zombies sind wieder da. Wir werden uns einmal ganz kurz hier noch den Laden angucken. Die Garage vielleicht nochmal angucken, ob da was Respawn ist. Da wird definitiv was Respawn sein. Wir werden einmal vielleicht hier... Oh, wie kann man so spielen? Ganz ehrlich, in der Ego-Perspektive. Ich habe es auch schon in der Ego-Perspektive gespielt, Scum. Das ist beim PvP, haben wir das sehr gemacht. Könnt ihr euch mal angucken. Ist sehr, sehr interessant, aber PvP gespielt. Da ist es tatsächlich sehr sinnvoll, weil du nur Dinge eben siehst, die tatsächlich da sind. Also die du tatsächlich im Sichtfeld hast. Das heißt, wenn irgendwo hinter einer Mauer steht, siehst du das einfach nicht. Da ist es tatsächlich relativ sinnvoll, dass du das hast. Aber sonst, wie kann man so, kann man so das Spiel die ganze Zeit spielen? Das ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Also Glückwunsch an die, die es schaffen. Könnte ich nicht. Könnte ich einfach nicht. So, haben wir hier noch irgendwas Essbares? Nope. Nope. Dann gucken wir schnell nochmal in die Garagen. Ich muss natürlich jetzt aufpassen, auch überall die Zombies wieder respawnen. Mal gucken, was wir finden. Wir werden jetzt dann alles gleich weitergehen und die nächste Stadt bzw. zum nächsten Händler uns dann begeben. Und da weitermachen. Polizeistation werden wir jetzt nicht looten. Nur die zwei, drei Garagen hier. Oh! Genau deswegen. Wagenheber. Jetzt brauchen wir nur noch ein Car Repair Kit. Da haben wir noch kein einziges gefunden, aber das können wir notfalls auch kaufen. Aber wir haben den Wagenheber. Geil. Damit können wir halt auch noch zusätzlich... Wir haben jetzt ein voll funktionsfähiges Auto. Es ist jetzt nicht essentiell wichtig, dass wir nicht mehr vorwärts kommen ohne ihn. Aber wir können auf jeden Fall mit dem Wagenheber jetzt dann Dinge austauschen und so weiter und so fort. Räder beispielsweise. Wenn wir einen Leica finden, würde ich mir auch gerne noch einen Leica eben bauen. Der Stand, der Freifahrersitz ist nicht despawned. Der war das letzte Mal auch schon da. Nägel können wir noch ein paar mitnehmen, weil wir ja auch am Ausbauen sind. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen. So, ja. Ich hält jetzt hier nichts mehr. Wir sagen Drive. Und ja, folgender Plan. Wir werden jetzt hier über die Brücke fahren. Wir werden hier unten mal in die Stadt reingucken. Hier ist recht viel Zombie-Betrieb auf jeden Fall. Dann aber uns auch bald schon aufmachen in Richtung Händler. Da schon mal das erste Zeug wieder verkaufen. Ein bisschen Kohle machen. Wir haben ja schon ein bisschen was eingesammelt. Falls unser Auto jemals anspringen sollte. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir da noch die Geschäfte looten, vielleicht ein paar Garagen wieder looten, vielleicht noch ein paar Autoteile finden oder andere schöne Gegenstände, die wir gut verkaufen können. Bin mal gespannt. Sollte alles im Bereich des Machbaren liegen. Aber jetzt erstmal, ja, die Brücke entlang fahren, dann auf die Insel. Auf der Insel werden wir uns ein bisschen umsehen. Ist das hier richtig? Ja, oder? Ja. Und... Ich möchte auf jeden Fall mal den Bahnhof sehen, den es da gibt. Den Industriebahnhof. Jetzt fahren wir links oder fahren wir rechts? Ja, ich glaube. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Auch hier, ja, Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Viele Hindernisse, wo du mit dem Auto dran kleben bleiben kannst. Alter, 113. Und recht eng. Mittlerweile irgendwie eine Kollisionsabfrage? Nö. Schade ist, dass das, also... Wenn du dir einen Rambock beispielsweise aufs Auto schnallen kannst, was jetzt nicht so abwegig ist, dass du dann die Zombies auch wirklich damit wegrammen könntest. Das funktioniert halt im Moment noch nicht. So eine richtige Kollisionsabfrage findet da einfach noch nicht statt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir fahren eigentlich geradeaus, oder? So mitten rein in die Stadt, hätte ich gesagt. Da fahren wir hier rein. Ne, wir fahren mitten rein. Wir fahren hier mitten rein. Müsste rechts, genau, rechts kommt schon die Stadt. Wobei links haben wir, das weiß ich noch, von unserer ersten Staffel, glaube ich. Da haben wir eine Werkstatt. Wir fahren doch links. Wir fahren doch hier links rein, weil hier hinten, das ist eine größere, also ist ja so eine langgezogene Stadt. Da hinten müsste eine Werkstatt, glaube ich, sein. Da haben wir noch den Traktor gehabt, wo wir hier drin looten waren in der Stadt. Das war geil. Ich hoffe, der Traktor kommt auch bald wieder rein. Der fehlt mir tatsächlich so ein kleines bisschen. Der kleine Traktor. So, hier die Schleife. Genau. Hier unten. Oh, das, guck mal, da steht auch wieder ein Leica. Wir parken mal hier. Cool, ich kann während des Aussteigens noch die Handbremse bewegen. Okay. Ich habe mich schon mal, ich habe schon mal leer gezogen, mein Inventar, soweit wie es ging. Wir werden bald Munition erstellen. Wir bleiben mal auf der Machete. Vielleicht soll ich die eigentlich auch hier. Hier hätten wir einen Leica, da fehlt aber wieder ein Draht. Aber, theoretisch, hat er einen Motor? Okay. Wir schweben. Nope. Oh. Ich hab's Lachen hören. Kann das sein, dass irgendwie der Ton aber schon wieder... Irgendwie habe ich Probleme mit dem... Nein.
Irgendwie habe ich Probleme mit dem Sound zurzeit. Mastervolumen 31, das sagen wir, gehen wir mal auf 47. Mach's doch mal ein bisschen lauter. Überprüf das mal so nebenbei ein bisschen. Wir haben Sprengzombie. Das wäre hier übrigens ungünstig, wenn es sich hier in die Luft sprengt, weil das Zeug fliegt tatsächlich durch Fenster und so weiter. Also, da musst du aufpassen. Auch durch Türen stirbst du gerne mal. Wenn es doof läuft. Du kannst ja auch durchspringen. Okay, der Sprengzombie wird interessant. Der Sprengzombie wird lustig. Gut. Könnte sein, dass wir gleich tot sind. Die Waffe ist voll, oder? Ganz kurz, Munitionscheck. 15 von 15. Okay. Ja, ich will eigentlich jetzt nur die interessanten Orte looten hier unten. Und die Garagen. Frage ist... Da schlürft er. Seht ihr ihn? Da ist er. Da. Nur einer. Das Problem haben wir weniger. Diese Baustellen sind auch ein riesen Zombie-Magnet. Oh, ist das die... Oh, ein Soundbuch. Wir haben Loot, Freunde. Wir haben Loot. Tür hinten rechts, schade. Wir brauchen die Beifahrertür. Ja, wir brauchen die Beifahrertür. Aber Compoundbogen, geil. Hat er ein Visier? Probieren wir gleich aus. Probieren wir gleich aus. Wir werden kurz hier durchlooten. Gehen nur zwei Stück noch zusätzlich. Das ist ein Leica-Sitz. Da liegt eine Mütze. Die nehmen wir natürlich mit. Cool. Wir können mal gucken, was der Böller wäre. Cool, Böller und Feuerzeug. Gehhilfe. Oh, ich glaube, die war nicht... ich weiß es nicht. Ich glaube, die Gehhilfe war halt nichts wert. Ich weiß es... Ich kann es jetzt aber tatsächlich nicht mehr sagen, was die wert war. Ich glaube auch nur so 50 rum. Die war jetzt nicht so pralle. Ich erinnere mich zumindest dran... Autobatterie. Klingt leider nicht viel. Wir können mal gucken, wie viel Aufladung die hat. Wir haben eine, die hat 8, glaube ich, nämlich drin. 19, das ist besser. Dann nehmen wir die zumindest mit und nehmen die 19 Aufladung. Schmeiße ich meine vielleicht wieder raus. Wobei wir im Moment auch noch Platz im Auto haben. Also wir haben noch sehr viel Platz im Auto. Wir könnten die komplette Stadt locker noch, noch leer looten. Und hätten noch genug Platz. Den Draht nehmen wir mit, weil wir bauen werden. Schraubenschlüssel lasse ich aus Prinzip nie liegen. Selbst wenn wir davon 2 Millionen Stück am Ende haben. Ach, guck mal. Hallo, ist heute Wünsch-dir-was-Tag? Oh, das Wünsch-dir-was-Tag. Ganz kurz. Ja, respawn würde er jetzt nicht. Wir sind eigentlich nah genug dran noch. Wir packen das Zeug schnell mal ins Auto, weil das auch recht schwer ist. Wir haben es beim Schatten geparkt. Ich würde den Compound-Bogen auch gerne ausprobieren. Hier, wir haben hier eine Autobatterie mit 8 Aufladungen. Das ist jetzt nicht pralle. Das... Fahren wir mit der anderen besser, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich den vorgehabt, den Loot ein bisschen sinnvoller hier einzusortieren. Ihr merkt schon, das funktioniert gut wie gar nicht. Okay. Das hier rein. Kann ich mit dem Ding überhaupt schießen? Das wiederum ist die andere Frage. Hä? Er muss trotzdem in die ich krieg den. Oh, okay, ich krieg den nicht gespannt. Ich krieg den nicht mal gespannt, den Bogen. Bogenskill zu niedrig. Aber du musst trotzdem die. Also, du kannst nicht mit Rechtsklick. Ich habe gehofft, dass du dann mit Rechtsklick rein. Also, wie bei einer Waffe praktisch reinzoomst ins Visier und damit schießen kannst. Nein, das funktioniert nach wie vor über die Ego-Perspektive. Alter, das war scheiße. Du bist normaler. Wir können ja eigentlich mal zumachen. Oh. Ein paar Zigaretten. Das ist halt Kacke. Ganz ehrlich, das bringt halt einfach dann nichts. Effektiv. Das ist scheiße. Komm, Car Repair. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Car Repair Kit wäre cool. Leica Beifahrersitz.
noch einen Leica-Sitz. Car-Repair bräuchten wir. Du brauchst halt jedes Mal... Starterkabel. Du brauchst halt jedes Mal ein Car-Repair-Kit, wenn du irgendwas an dem Auto ein- und ausbauen möchtest. Ein Starterkabel haben wir schon. Brauchen wir auch nicht. Wir sind eh alleine. Wir können es nicht mal bedienen. Du brauchst wirklich zwei... Parks und Swatties sind gar nicht so wenig wert, wenn die guten Zustand haben. Schade. Zwei Sitze, aber... Das sind zwei Zombies. Das ist die Frage, ob wir die Polizeistation überhaupt mitnehmen sollten. Weil in der letzten haben wir gut Loot bekommen. Wir haben ja die taktische Weste beispielsweise mitgekriegt und alles. Gehen wir in die Polizeistation. Wir haben nicht so viele Haarklammern. Nee, ich glaube, wir gehen wieder. Wir lassen die Polizeistation mal Polizeistation sein. Immer wieder den. Ich habe auch ehrlich gesagt einfach keinen Bock mehr. Immer wieder die Polizeistation zu looten. Wir haben ein bisschen was an Loot wieder mitbekriegt. Deko-Pound-Bogen, gut, werden wir wohl verkaufen müssen. Wir sind nicht in der Lage dazu, das Ding zu spannen. Da muss die Bogenfertigkeit höher sein. Ich glaube, du kannst den an der Werkbank, glaube ich, einstellen, das Zugewicht. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Wobei, das können wir mal. Wir können mal versuchen, rauszufinden, wie man das Zugewicht einstellt bei so einem Bogen. Ich habe leider wirklich gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wann nämlich? Ja. Da müssen wir ein bisschen weiter wegfahren. Wir fahren jetzt unten rein. Das ist eine sehr langgezogene Stadt. Oh, hier gibt es auch. Stimmt, hier gibt es auch einen Militärbereich, einen kleinen. Hier können wir natürlich mitlooten. Hier gibt es einen kleinen Militärbereich. Was wir aber machen sollten, ist übrigens. Haben wir ein volles Magazin? Jo. Niemals mit einem halb leeren Magazin durch die Gegend laufen. Immer vollpacken, das Ding. Immer vollpacken. So. Das Teil hier rein. Das. Das. Badengirl. Das hier nett. Das hier nett. Die können noch ein bisschen stacken. Nehmen wir erstmal die Machete. Brunnen. Wasser. Ich habe die Cola. Ich habe vorher noch eine Cola getrunken, bevor ich das Aufnahme gestartet habe. 00 ist leer. Hier ist irgendwo das Militär. Oh, hier sind auch noch kleine Läden. Die kleinen Läden können wir looten und alles. Natürlich auch die Dinger hier. Da kann auch cooles Zeug drin sein. Kann, aber muss. Nicht. Ich glaube, der Laden hier, ich weiß nicht, ob ich da jemals was Gutes rausgezogen hatte. Meistens ist hier eh nichts drin. Also irgendwie ist hier immer, hier ist irgendwie immer leer. Sind das einzelne oder? Ah ja, es sind einzelne Kisten. Gucken wir uns einfach ein bisschen in der Stadt um. Blut ein bisschen in der Stadt rum. Die Häuser würde ich jetzt auslassen. Stereoanlage, das sah aus wie ein Safe. Aber wäre auch komisch gewesen. Gut, zwei Türen. Doppelter Fluchtweg für Zombies. Wir müssen hier runter, weil da unten sind, glaube ich, die Garagen irgendwo. Und irgendwo ist hier der militärische... Ja, genau, hier unten sind die Garagen und irgendwo ist der Militärbereich. Da laufen die Zombies. Aber irgendwo haben wir einen kleinen militärischen Bereich gehabt. Oh, moin. Jetzt ist es dafür wieder sehr laut, wenn ein Zombie kommt. Wir arbeiten dran. 26. Mach so ein bisschen leiser wieder. Aber es ist besser, wenn euch die Zombies ein bisschen anschreien. Guck mal, da oben ist auch militärischer Loot drauf. Oder? Ne, es sind nur Sandsäcke. Die Kisten sind leider alle leer. Kannst du dich so weiter drehen? Nee. Oh, meine Pfeile halt wieder. Also für das, dass ich Pfeil und Bogen ja nicht so geil finde, machen wir echt viele Gegner mit Pfeil und Bogen. Das ist nur ein... Okay.
Lautlos töten kannst du damit. Holla, die Waldfee. Ich mag Pfeil und Bogen trotzdem nicht. Was? Okay, das sind zählt als ein Block. In die Ego-Perspektive einfach krampfig. Okay, das hat uns jetzt viele Pfeile geholt. Aber holla, die Waldfee. Okay. Scheiße, es sind noch mehr. Wir haben keinen Pfeil mehr. Okay. Kann man nur das. Wie gut siehst du? Mir ist ziemlich warm. Okay. Hä? Boah, wie viele sind das? Wie sind das noch? Habe ich jetzt alle wieder? Haben wir gar keine? Haben wir Pfeile? Er hat einige. Okay, hier ist keiner drin. Muss hier rein? Schon nett. Das ist schon nett. Blaubeere. Zwiebel. Die Blaubeere können wir gleich essen. Die Zwiebel ist leider schon zu kaputt. Da liegt auch noch. Knoblauch. Wenn wir jetzt kochen wollen würden. Könnten wir. Chili-Saft. Oh, cool. Chili. Waffe. Leider keine da. Schade. Hier in einem Dresen immer. Der Waffenslot. Der Spot. Slot auch gut. Alter, jetzt waren wir aber fleißig, was die Zombies oder die Zombie-Dezimierung angeht. Liegen ein paar. Ja, wir müssten die eigentlich alle looten. Mal ab und zu steckt so ein Pfeil einfach so beschissen tief in dem Zombie drin, dass du ihn so looten hier. Sonst kriegst du deine Pfeile nicht wieder. Hier, da haben wir ein paar Pfeile noch reingesammelt. Ja, mir ist warm, aber wir können auch nichts dagegen tun. Wir müssen uns übrigens, wir müssen mal die Klamotten waschen. So langsam. Aber das ist leichter gesagt wie getan. Haben wir hier noch einen? Guck mal hier. Da haben wir noch zwei. Strand. Könnte man einen Wanderrucksack vielleicht finden? Waren wir echt fleißig. Aber wir haben auch wieder einige Pfeile verloren. Ja, sechs. Ja gut, wir haben nur sechs Pfeile. Ich weiß nicht, wie viele wir hatten. So, wo ist denn das Militärische aber? Ich weiß, es gibt hier... Irgendwo gibt es das Militär... Gibt hier militärische Blut, ich weiß es. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo. Hallöle. Aber mal schön, eine andere Stadt zu sehen. Da, glaube ich, oder? Hier irgendwo. Ich erinnere mich an Wohnwagen. Ja gut, es wird mehrere Wohnwagen geben. Hier übrigens auch ganz cool. Kannst du auch komplett looten, die Dinger. Es stinkt, glaube ich, gerne mal Bier rum oder sowas. Aber zum Wohnwagen looten kommen wir ja eher selten. Ja, auch die ganzen Schränke und alles. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind... Ja gut, das könnte auch hier sein. Ich glaube, wir sind zu weit außerhalb auf der Straßenseite. Ich weiß auch nicht, da das Ding hier mehrere Ebenen hat, die Stadt, kann das natürlich auch sein, dass ich einfach auf der falschen Ebene bin. Das sind normale Häuser. Normale Häuser. Du bist auch eine Bar. Cool. Coole Bar. Ist hier irgendwie. Das sind mehrere. Wir haben mehrere Zombies auf jeden Fall jetzt sauer gemacht. Ah doch, es gibt oben. Das Gebäude ist cool.
Das ist nicht so ein Standardgebäude. Das checken wir mal durch. Okay, hier ist erstmal nicht. Es geht nur darum, dass wir keinen nicht gleich an den Rücken reinpiekst. Das muss nicht sein. Oh, coole Bar, aber. Ist die neu? Kenn ich gar nicht. Oh, Absinth wäre übrigens ganz nett. Ah, der Safe ist offen. Schade. Schießpulver, immerhin. Im Müll. Da haben wir schon gelootet. Auch hier mit kaputter Tür. Bratpfanne. Hä? 0 von 3? Ich habe noch nie... Ohne Witz? Ist das nicht... Ist das tatsächlich nicht irgendwie neu? Dazugekommen jetzt mit irgendeinem Patch? Ich habe noch nie in dem Spiel eine Bratpfanne gehabt. Kein Scheiß. Kommen wir hier ans Fenster? Wir haben irgendwo Zombies. Aber ich glaube, sie suchen mich selber gerade. Ich glaube, sie suchen mich selbst. Okay, dann ja, machen wir erstmal die Loot-Tour. Kann auch sein, dass hier irgendwo... Ja, wollte ich gerade sagen. Dass hier natürlich in den Zimmern irgendwo einer liegt. Aber der lag nur auf dem Boden rum. Hier euch wieder auf. Ich gleich hinter dir. Ah, cooles Gebäude. Hier auch mit ein bisschen Deko und allem drum und dran. So eine Art Hotel. Nett. Mal zumindest jetzt die Standard. Cool. Hier auch alles eingerichtet. Mit allem drum und dran. Oh. Cool. Hat sich schon mal gelohnt, der Ausflug, würde ich sagen. Die Folge allgemein hat sich gelohnt. Okay, das hier ist der Satz 1. Alter. Antibiotika. Eine ganze Packung voll. Und hier auch die Charmer-Hose. Ich weiß nicht, ob die was wert war. Ah, guck mal, hier ist Seife. Können wir zumindest hier ein bisschen Klamotten waschen? Wir waschen doch mal ein bisschen Klamotten, weil wir sind gerade sowieso am Wasser. Das bietet sich an. Wären wir jetzt nicht am Wasser wären, würde es sich nicht anbieten, weil, ganz ehrlich, cool. Ich habe jetzt nicht vor, ewig Cybermüll rumzuschleppen. Wir haben nicht so viel Platz. Das Auto ist zwar noch halb leer, aber das soll eigentlich nur guter Loot rein. Oh, geiles Gebäude. Wenn so alle Gebäude aussehen würden, wäre das Spiel auch nochmal... Wäre es nochmal um einiges interessanter. Wieso haben die alle schließlich ihre Westen an? Was ist mit euch falsch? Wir müssen unsere... wir müssen unsere Machete reparieren. Es hilft nichts. Die ist relativ im Arsch. Begeistert. Mit der Palme hier und allem drum und dran. Also so müssten tatsächlich jede einzelne Gebäude müsste so aussehen. Und dann immer unterschiedlich im Idealfall noch. Also nicht immer das gleiche. Wenn du weißt, okay, von außen, das ist da. Nur einer, oder? Nein. Moin. So eingerichtete Gebäude machen einfach viel mehr her. Ach, guck mal, hier nochmal Seife. Ah ja. Oben und unten. Boah, geil. Schere ist, glaube ich, nichts wert. Aber ich weiß es nicht, deswegen nehmen wir es mal mit. Noch mehr Antibiotika. Also Infektionen zumindest können uns erstmal am Arsch vorbeigehen. Da oben auch Loot. Das ist auch schön. Wow. Sehr schön. Den können wir ins Auto packen. Polizeiwanderrucksack. Nett. Nett, nett, nett. Komm, jetzt noch eine AWM oder eine AWP. Pantoffeln waren, glaube ich, auch nichts wert. Aber jetzt haben wir gerade Platz. Cool. Da steht eigentlich noch ein... Ah, das Glas kannst du nicht mitnehmen, aber da steht eigentlich noch das Glas. Aber so ein Dach gibt's. Nee, das war's leider. Schade, cooles Gebäude. Und richtig guter Loot. Läuft bei uns, würde ich sagen. Jetzt ist nur das Problem... Ich muss ein bisschen aufpassen. Haben wir hier eine Werkbank drin? Yes! Wir gehen gleich reparieren. Guck mal, das ganze Gebäude ist anders da eingerichtet. Der ganze Komplex hier ist anders da eingerichtet, wie ich es kenne. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Ich muss kurz mein Auto suchen. Das müsste hier irgendwo hier oben stehen, oder? Da steht's. Wir sind nämlich recht voll beladen. Okay. Wanderrucksack.
Hört ihr das? Komisches Geräusch. Knoblauch kann da bleiben. Die Kartoffeln können weg. Dann haben wir die Polizeiweste kann hier rein. Die Parkdinger können hier rein. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Das brauchen wir gleich. Das kann hier rein, das darüber. Die Taschen und alles sind noch leer. I know. Guck mal, noch mehr sein. Oh, wir können uns einmal durchwaschen. Ah, nee, das... Die Seife. Okay. Vergesst es. Ich hab's selber gemerkt. Wieder mal ein genialer Move von mir. Alter, wie viel Platz ist in dem Ding drin? Ah, geil. Wir reparieren. Oh, wir haben keine Nadel und Faden. Oh, okay, wir müssen Nadel und Faden wiederherstellen. So, und wir gehen jetzt mal ganz kurz unsere Machete auf jeden Fall reparieren. Bevor wir was anderes machen. Zombie-mäßig, keine Ahnung. Wir haben eigentlich welche aufgescheucht. Ich habe nur keine Ahnung, wo die sind. Eigentlich müssten sie da sein, aber anscheinend haben sie keinen Bock. Keine Ahnung. Wir sagen einmal reparieren. Wir brauchen jetzt zwar wieder Aufladung, aber ey, ganz ehrlich, lieber eine Machete. Wir werden uns übrigens, sobald wir beim Händler sind, kaufen uns eine vernünftige Waffe endlich. Eine vernünftige Nahkampfwaffe. Vielleicht noch ein bisschen Munition, auch damit wir noch ein bisschen ballern können. Für Scharfschützen hier wird es noch nicht reichen, unser Geld. Aber ja, vielleicht finden wir ja noch eins. Wäre nett. Übrigens eh nur noch bis zu 50% im Moment repariert. Gut ist, dass hier die Dinger auch da sind. Ich weiß gar nicht. Ah, guck mal, hier ein Objektiv, das ist ein bisschen was wert. Ah, Nagel. Wir werden noch genug finden. Muss jetzt nicht jeden einsammeln, aber wir können mal so ein 10er-Stack mitnehmen auf jeden Fall. Ist nicht schade drum. Hier einziehen. Nope. Kleber brauchen wir nicht. Schraubenzieher. Ja, gerne. So, 8 Stück. Das ist ein Stromkasten. Auch cool. Okay, was haben wir hier noch Lustiges? Ich meine, wir haben die Bar hier. Mit dem Hotel nebendran, mehr oder weniger. Was gibt es denn hier noch? Ja, das ist ja die Bar. Das ist aber schon wieder... Das hier ist schon wieder Standard. Das ideal Standardbecken. Das Ding hier. War das Standard. Ja, 1-1. Okay, schade. Leider nur diese eine kleine Gebäudeteil. Mal was Besonderes. Aber hey, wir haben... mal was Neues gesehen. Aber was? Noch mehr Seife, okay. Wir sollen, ich glaube, das Spiel möchte, dass wir uns waschen. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt so vor. Das heißt, wir müssen ans Wasser. Ich würde jetzt mal hier langlaufen, weil ich glaube, in die Richtung geradeaus, geile Richtungsangabe, da müsste irgendwo der militärische Flugleuchtturm sein. Ist das Gebäude? Ist aber auch Standard, oder? Da liegen zumindest Klamotten. Auf die 1. High-Tops brauchen wir nicht. Jeans immer mitnehmen. Dinger sind einiges wert. 100 da zumindest kriegst du dafür wieder. Ne, ist ein Standardgebäude. Schade. Wäre cool gewesen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Masken. Baseball-Cappy. Nope, nope, nope. Okay, wir brauchen auf jeden Fall unser Peilchen wieder. Schade. Standard, Standard. Standard. Danke. Das ist eigentlich auch Standardgebäude. Und wir bleiben mal ein bisschen oben. Also, gehen auch schon wieder zwei Kollegen. Hier oben waren wir ja eigentlich schon. Oh, bei der... Da müssen wir aufpassen. Ich habe da echt schlimme Erfahrungen mit Baustellen gemacht. Ja, komm her. Ich habe getroffen, sie hat getroffen. Faires Unentschieden, würde ich sagen. C1, C1. So. Seife? Nee.
Mittlerweile haben wir genug Seife. Ich glaube, das könnte, könnte wirklich reichen, damit wir uns einmal komplett ja, durchreinigen können, wie wir möchten. Wo ist denn das Militär? Der es gibt diesen militärischen Bereich, da würde ich gerne hin. Weil da können halt Waffen liegen. Jetzt so ein Scharfschützengewehr, eine AK oder sowas, wäre halt schon geil. Moin. Oh. Okay. Ja, dann. Das grenzt an Arbeitsverweigerung. Das war schon Arbeitsverweigerung gerade. So, einmal. Zweimal. Wo ist der dritte? War nur drei. Ah. Dreimal. Ja, einfach gerade nicht laufen wollte. Okay, dann müssen wir so umdrehen. Er wollte einfach gerade nicht wegrennen. So, da. Die Frage, wer noch mal einen anderen Pfeil hat, wahrscheinlich er hier. Ich höre schon den nächsten. Ja. Ich glaube, wir kaufen noch mal ein paar Pfeile. Und ich würde gerne den Bogen halt umstellen. Ah, das ist Standardgebäude. Cool. Wobei, die Sicherheitsbrille ist nichts wert. Die Taucherbrille geht, glaube ich, auch so. Die Sicherheitsbrille ist $8 oder so. Das lohnt sich nicht. Und wir haben die nächsten Zombies am Arsch kleben. Wo denn? So, allein? Wollen wir es rausfinden? Okay. Komm mal hier, ich bin am Fenster. Ah. Gut, dass ich nachgefragt habe. Moin. Gott sei Dank seid ihr nicht die hellsten. So, immer wieder schön auf die Machete wechseln. Einer hat wieder. So liegen da drei. Achso, den einen habe ich mit der Machete vorhin umgebracht. Ah, guck mal, das ist doch mein Pfeil. Und einer hat durch die Machete gelitten. Ah, das ist so ein Gebäude. Guck mal, das sind Militärkisten. Die grünen. Oh, hier liegt einiges an militärischem Loot rum. Aber es sind schon bei 32 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.